Seit Sonntag, den 3. Oktober, gelten in Schwerin wieder verschärfte Corona-Regelungen. Die Infektionsinzidenz liegt seit Mittwoch letzter Woche über 50 und damit auf der Corona-Ampel im gelben Bereich. Daher gilt seit Sonntag in Innenbereichen von Sportstätten, gastronomischen Einrichtungen, kulturellen Veranstaltungen sowie körpernahen Dienstleistungen und weiteren Bereichen eine Corona-Testpflicht. Geimpfte und genesene Bürger sind von der Testpflicht ausgenommen. Zudem besteht ab Montag, dem 4. Oktober, die uneingeschränkte Maskenpflicht in Horteinrichtungen und Schulgebäuden. Die Landeshauptstadt steht Stand 3. Oktober bei einer Infektionsinzidenz von 67,9. Dabei liegt die Hospitalisierungsinzidenz bei einem Wert von 3,14. Damit steht Schwerin bei 3071 Gesamtinfektionen seit Beginn der Corona-Pandemie. Weitere Informationen finden Sie unter www.schwerin.de.